Hallo YouTube, heute reden wir über das Orbitalmodell und dahinter habe ich schon gleich geschrieben, endlich eine Erklärung. Und genau das ist es. Bisher habe ich mich bei allem zurückgehalten, bei galvanischen Zellen, bei Redoxreaktionen und bei unserem neuen Thema, bei den kovalenten Bindungen. Da habe ich mich immer zurückgehalten, das Wort Orbitalbindung in den Mund zu nehmen, obwohl ich es immer machen wollte, weil das nämlich eines der grundlegendsten, möglichsten Modelle sind. Das Problem nur daran ist nur, dass es verdammt kompliziert eigentlich ist. Es hat was mit der physikalischen Eigenschaften von Wellen zu tun. Und zwar gibt es sogenannte stehende Wellen, die sich weder nach rechts noch nach links bewegen. Das heißt, plapp, bewegen sich gar nicht. Aber sie tun etwas anderes, als sich zu bewegen. Sie schwingen nämlich. Das heißt, sie schwingen wie so eine Gitarrenseite, die einmal angestoßen wurden. Das heißt, sie schwingen auf und ab und auf und ab. Und bei diesem Schwingen gibt es verschiedene Punkte, bei denen gar nichts passiert. Weil sie weder auf noch abschwingen, weil sich genau an der Stelle alle Möglichkeiten treffen und es immer null bleibt. Und das ist schon mal eine relativ seltsame Sache. Diese Punkte nennt man dann Knoten. Und das Ganze kann man natürlich mit zwei Knoten machen. Mit einem leider nicht, aber mit zwei Knoten, mit drei Knoten, mit vier Knoten, mit fünf Knoten, mit sechs Knoten, mit 1000 Knoten, mit 9000 Knoten, bis 100.000 Knoten, mit 8 Knoten. Man kann es überall mitmachen. Mit jeder Anzahl von Knoten, die man haben will. Und wenn man das Ganze für den dreidimensionalen Raum macht, dann kriegt man irgendwann sowas, was das heißt dann eine Schrödinger-Gleichung. Und die ist simplifiziert, nenne ich sie einfach mal so. Die ist einfach mal eine Gleichung für stehende Wellen im dreidimensionalen Raum. Das ist zwar jetzt simplifiziert, aber wir können es einfach so annehmen. Ist es eigentlich was viel eher mit Quantenzuständen und Wahrscheinlichkeitsdichten, aber das wird dann zu physisch, zu kompliziert. Sagen wir einfach mal, es ist eine Gleichung für stehende Wellen im dreidimensionalen Raum und diese stehenden Wellen können verschiedene Formen haben. Da gibt es einmal diese Form hier und dann gibt es noch diese Form in etwas größer, diese Form in noch größer. Und natürlich gäbe es die noch größer und noch größer, aber die gucken wir uns nicht an, weil die zu groß irgendwann sind. Irgendwann brauchen wir sie nicht mehr. Dann gibt es natürlich noch so seltsame Keulen, die wir haben können. Das heißt einmal Keule nach oben unten, Keule nach links rechts und Keule in den Bildschirm rein und aus dem Bildschirm raus. Muss jetzt irgendwie so malen, weil ich nicht dreidimensional das Ganze malen kann, weil das hier nur eine zweidimensionale Oberfläche ist. Und das Ganze könnten wir natürlich noch hier hinmalen. Und natürlich gibt es dann noch andere Sachen, wie zum Beispiel eine diagonale Keule in die eine Richtung, in die eine Diagonale, in die andere Diagonale. Und da es nicht nur zwei Diagonalen gibt, sondern gleich vier Diagonalen in einem sechsseitigen Würfel, können wir natürlich auch noch eine schräg nach hinten und eine zu uns hin nach vorne machen. Das nach vorne hinten kann man nicht so gut darstellen, deswegen mag ich hier einfach ein bisschen kleiner. Und dann gibt es natürlich noch die besondere Form, zum Beispiel so ein Ding. Alles ganz extravagant. Das sind irgendwelche Formen, die diese Wellen annehmen können. Die hier ist schon sehr besonders. Aber es sind halt Formen, die diese Welle annehmen kann. Was bringt uns das alles hier doch? Welchen Sinn hat das überhaupt? Die Formen geben uns erstens an, wie das Ganze bei den Elektronen aussieht. Und zweitens gibt uns das Ganze an, welche Energieniveaus Elektronen haben. Und das ist eine ziemlich wichtige Sache, die wir später auch immer mehr brauchen werden. Aber erstmal gucken wir uns das hier noch genauer an. Gucken wir uns diese Unterteilung hier genauer an. In jede dieser Formen passen aufgrund von quantentheoretischen Zuständen immer zwei Elektronen rein. Wenn ihr es genauer wissen wollt, das eine Elektron hat immer einen Upspin, das andere Elektron immer einen Downspin und daher gleichen sie sich sozusagen immer aus, deswegen passt in jedes Ding zwei Elektronen rein. Das heißt, jede einzelne Schale kann hier zwei Elektronen beinhalten, sozusagen. Zwei Elektronen, zwei Elektronen, zwei Elektronen. Das habe ich jetzt überall hingeschrieben. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Schalen, auch die weiter unten. In jede Schale passt eins mit dem Upspin und eins mit dem Downspin rein. Das heißt insgesamt zwei Elektronen. Das ist wichtig. Dann gibt es noch eine Unterteilung in Namen. Das heißt, wir können nicht nur sagen, wie viel da reinpassen, sondern wir können das ganze Ding auch benennen. Und die erste Abteilung hier
die alle aussehen wie ein Kreis. Die heißen S für Sharp. Das war, wie man sie gesehen hat unter dem Elektronenmikroskop, sozusagen, wie man sie entdeckt hat. Das zweite heißt dann P für, ich weiß gar nicht, wie genau. Ah, Google ist immer ein Freund. S für Spherical, P für Polar. Und dann geht es ja auch weiter. Dann sind diese ganzen Dinger dran. Und das sind dann die Ds und so weiter. Und dann würden dann theoretisch die Fs kommen. Davon gäbe es dann hier unten noch 7. Und dann würden die nächsten kommen, die Gs. Die hätten dann 11 und 9, meine ich natürlich. Und so weiter. Das soll uns erstmal noch nicht wirklich interessieren. Erstmal will ich noch darüber sprechen, warum ich überhaupt diese Abtrennung gemacht habe. Ich habe hier eindeutig sozusagen Trennwände hingemacht. Und das hat den Grund, weil, jetzt aufpassen, wir jetzt wieder bei Schalen auf einmal sind. Und das, obwohl wir gerade im Orbitalmodell sind, haben wir hier Schalen. Das heißt, wir haben hier K-Schale, eine L-Schale, eine M-Schale, eine N-Schale. Das heißt einfach Schalen, die weiter außen sind. Bisher hatten wir uns also angeguckt, also eben im Vergleich, bisher hatten wir uns angeguckt, es gibt einen Atomkern. Das ist unser schöner Kern. Und außenrum gibt es eine Schale, auf der zwei Elektronen sein können, eine Schale, auf der acht Elektronen sein können, eine Schale, auf der können noch mehr Elektronen sein, und zwar 18. Aber wir hatten gesagt, bisher befüllen wir die Sachen immer nur bis 8 Elektronen und so weiter. Das war damals sehr verwirrend und eigentlich ziemlich grundlos. Warum sollten da 8 Elektronen draufkommen? Warum sollten hier 2 draufkommen? Warum sollten hier 18 draufkommen? Und warum sollten in die nächste 32 draufkommen? Und vor allem, warum sollten wir die nur bis 8 befüllen? Und diese Orbitalregel hat jetzt auf einmal eine Antwort dafür. Das heißt, wir haben hier immer noch die Schalen, aber wir können uns die Schalen sozusagen genauer angucken. Wir gucken jetzt in die Schale rein. Wie sieht die Schale aus? Bei der ersten Schale sehen wir, sie sieht so aus. Da ist nur eine kleine Sphäre, mehr geht noch nicht. Weil in der ersten Schale zwei Knoten nur sind. In der zweiten Schale haben wir drei Knoten und auf einmal haben wir viel mehr Möglichkeiten, unsere Sachen zu arrangieren. Ja, hier habe ich ein bisschen Schwachsinn gemacht. Das M gehört natürlich ein bisschen weiter runter. Das hier ist das M. Hier unten käme das N. Genau, wo war ich gerade? Genau, die können wir jetzt besser arrangieren. Das heißt, pro Schale gehen wir in der Anzahl der Knoten nach oben. Das heißt auch in der Komplexität unserer Orbitale. Das heißt auch in der Anzahl der Elektronen, die wir reinpacken können. Wir können ja mal eben zählen. Einfach mal Grundschule, wir sind wieder in der Grundschule und wir können zählen. Erste Schale hatten wir hier nur ein so ein kleines mickriges Ding. Das heißt, da können wir zwei reinpacken, zwei Elektronen insgesamt. Zweite Schale, zwei Elektronen, vier Elektronen, sechs Elektronen, acht Elektronen. Oh, und was für eine schöne Zahl. Dritte Schale, 8 plus 2 sind 10, plus 2 sind 12, plus 2 sind 14, plus 2 sind 16, plus 2 sind 18. Das heißt einfach nur, dadurch, dass wir die Schrödinger-Gleichung auflösen, und irgendwelche seltsamen Formen rauskriegen für verschiedene Anzahlen von Knoten, kriegen wir hier immer genau die Anzahl der Elektronen drauf, die auf eine Schale drauf können. Das ist schon mal ziemlich interessant. Und jetzt wird es noch interessanter. Jetzt kann ich das Ganze auch in einem Diagramm darstellen. Und zwar in einem Energiediagramm. Nach oben hin Energie. Und nach rechts hin eigentlich nichts. Aber da kommen jetzt die Schalen hin, die ich jetzt alle aufmale. Das heißt, erstmal fange ich an mit der S-Schale hier. S. Das ist einfach meine unterste S-Schale. Da ist noch nicht viel los. Dann haben wir L-Schale. Die immer noch die das S-Orbital, Entschuldigung, das S-Orbital in der K-Schale. Dann haben wir das S-Orbital in der L-Schale. Das heißt hier K, L-Schale. Und in der L-Schale haben wir zusätzlich noch drei P-Orbitale. 1, 2, 3 P-Orbitale. Und hier sehen wir schon, oder hier habe ich schon hingemalt, ohne es zu erklären, dass die P-Orbitale selber mehr Energie brauchen als das S-Orbital. Das ist wichtig. Das ist hinterher ein wichtiger Punkt. Als nächstes kommen wir dann in die KLM-Schale. Und der M-Schale haben wir wieder ein S-Orbital. Und dann haben wir wieder drei P-Orbitale.
1, 2, 3 p-Orbitale und ganz, ganz viele, und zwar genau 5. 1, 2, 3, 4, 5 d-Orbitale, ich wollte schon sagen, d-Orbitale. Aber es passiert etwas Besonderes. Das ist die n-Schale, die wir hier haben. Und hier ist der Punkt, ab dem ganz viel kaputt geht. Aber auch ab dem ganz viel begründet wird. Und zwar ist hier das S-Orbital der N-Schale günstiger als das D-Orbital der M-Schale. Das heißt, das S hier ist tiefer als das D. Und das ist eine ganz große Sache. Interessant ist, das wiederholt sich auch. Das heißt, wenn wir hier wieder P aufzeichnen und so weiter und dann malen wir hier wieder Ds auf, dann sehen wir, dass vom nächsten ist auch wieder unter dem P. Das wäre dann S, L, M, N, O. Vom O-Orbital ist es auch wieder darunter. Und das Interessante ist auch noch, hier hinten würde theoretisch noch eine Reihe kommen. Und pro Reihe sehen wir schon, die erste Reihe hat ein Ding, die zweite Reihe hat drei Orbitale, die rauskommen. In der dritten Reihe wären 5 Orbitale rausgekommen, hatten wir ja auch aufgezeichnet, wie die aussehen. Danach würden 7 rauskommen, danach würden 9 rauskommen und so weiter. Das ist aber nicht wirklich interessant, wie viele rauskommen. Sondern erstmal gucken wir uns das hier weiter an. Dann hätten wir hier theoretisch auch die P-Orbitale. Aber dann passiert noch eine interessante Sache. Die D-Orbitale von dem Ding sind auch unter den F-Orbitalen von dem Ding. Das heißt, von der Entenschale die F-Orbitale sind schon wieder über den von den D-Orbitalen der Otenschale. Da wird schon schwierig, allein das auszusprechen. Was heißt das alles, wenn das da drüber ist und da drunter? Die Elektronen, die in die Schalen kommen, die befüllen die Schalen nicht sinnlos, sondern immer am energetisch günstigsten. Und wir können einfach mal anfangen, unsere Schalen zu befüllen für verschiedene Möglichkeiten. Gucken wir uns Wasserstoff an. Wasserstoff hat ein Elektron, das kommt hier rein mit dem Upspin. Fertig, das ist Wasserstoff. Wasserstoff hat nur ein kleines S-Orbital, das war eigentlich schon alles. Machen wir da mal ein Helium raus, das ist ein bisschen interessanter. Und es hat 2. Und wow, wir sehen was. Oh, wunderschön, das S-Orbital ist ganz fertig, die ganze K-Schale ist fertig. Perfekt, es ist ein Edelgas. Daher kommt das. Als nächstes gucken wir uns dann irgendeinen anderen Stoff an, zum Beispiel den netten Kohlenstoff, den wir sehr oft brauchen werden. Da hätten wir einen Upspin, einen Downspin und 1, 2, 3. Zuerst werden alle Upspins befüllt und dann ein Downspin dazu. Dann haben wir insgesamt 4. Das wäre dann einfach Kohlenstoff. Dazu werde ich hinterher noch was sagen, wenn wir über Hybridisierung hinweggehen. Aber erstmal lassen wir das so. Dann befüllen wir es weiter. Zack, zack. Und dann haben wir auf einmal ein Element. Das hat insgesamt 10 Elektronen. Und das nennen wir dann Neon. Und Neon sehen wir, zack, wieder voll. Wieder voll. Bam. Die ganze Reihe ist wieder voll. Die ganze Schale ist wieder voll. Neon ist ein Edelgas. Wunderbar. Dann können wir das weitermachen. Wir gehen hier wieder hier rein. Wieder hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, machen das Ganze weiter und sind dann wieder 8 weiter, sind dann wieder doch 8 genau weiter und haben dann genau Argon. Das heißt, hier oben drüber ist Argon. Wunderbar. Wieder voll. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Bisher hatten wir einfach nur, sind wir immer nur die Hauptgruppe durchgegangen, bla bla bla, war ganz easy, die Hauptgruppe immer durch, immer durch, immer durch. Aber jetzt passiert zum ersten Mal was Besonderes. Und zwar gehen wir nicht einfach weiter blind in der Schale weiter. Wir gehen nicht einfach blind in der Schale weiter, sondern wir machen was ganz Besonderes. Wir springen zu dem S-Orbital, weil das S-Orbital, wie ich gesagt habe, ist günstiger als dieses D-Orbital hier. Das N-S-Orbital ist günstiger als das M-D-Orbital. Das heißt,
Anstatt dass einfach weiter die gleiche Schale aufgefüllt wird, wird auf einmal eine andere Schale schon angefangen. Weil dieses große fette Ding hier zu befüllen, das nächste große fette Ding hier zu befüllen, ist günstiger als dieses hässliche Gespenst zu erfüllen. Und deswegen springt auf einmal das Elektron zu einer anderen Stelle. Und das, Damen und Herren, das sehen wir im Periodensystem der Elemente wieder. Ich male es hier mal ganz dreckig auf. Ganz dreckig auf hier einmal. So, so, so. Und hier haben wir noch diese zwei extra Reihen. Und das ist unser Periodensystem der Elemente. Natürlich hat das hier immer noch einen oben drauf und einen oben drauf. Und wenn wir uns das mal angucken, dann ist das genau das gleiche, was wir hier aufgezeichnet haben. Erstmal haben wir hier oben das S-Orbital. Das sind diese beiden. Das KS-Orbital. Dann fangen wir mit L an. Da haben wir hier das S-Orbital. Auf der linken Seite sind zwei Stück genau. Und auf der rechten Seite haben wir das P-Orbital. Sind genau sechs. Ihr könnt das nachzählen. Auf der rechten Seite haben wir genau sechs Dinger. Ist genau das P-Orbital. Auf der linken Seite haben wir genau zwei. Ist das S-Orbital. Das Ganze machen wir nochmal. Bei Rot diesmal. Haben wir ja auch wieder das S-Orbital. P-Orbital. Alles noch relativ uninteressant. Dann passiert der Sprung. Dann haben wir hier nicht das d-Orbital, was hier theoretisch hinten noch dran sein müsste, sondern hier fangen wir das dritte s-Orbital an. Und das ist ein Sprung. Hier vorne müssten wir eigentlich das d-Orbital weitermachen. Aber nein, obwohl hier Platz ist für 18 Elektronen auf dieser Schale, werden nur Ausrufezeichen 8 reingetan. Nur S und P werden befüllt. Und danach springt es einfach, anstatt die anderen zu befüllen. Und dann, jetzt wird es richtig interessant, dann geht es wieder zurück. Hier vorne ist das D-Orbital. Dieser Zwischenbalken, diese ganzen Metalle, ist nichts anderes als die Befüllung des d-Orbitals als nächstes. Denn wenn wir uns das hier angucken, nachdem wir das s-Orbital gemacht haben, das nächste p-Orbital ist zu hoch. Ist zu hoch. Das heißt, wir gehen erstmal wieder ins d-Orbital rein. Das heißt, d-Orbital, zack, zack, durch, durch. Und wir sehen, das sind insgesamt 10 Dinger. Wir haben 5 Plätze und jeder Platz kann mit 2 Elektronen befüllt werden. Das heißt, hier zwischen haben wir genau, das könnt ihr auch nachzählen, 10 Elemente. Danach geht man einfach weiter, wieder weiter mit dem ganz normalen P-Orbital der gelben Schale. Und dann kommt wieder genau der gleiche Sprung. Und der wird wieder und 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 wieder kommen. Und dieser Sprung ist der Grund für die Oktettregel. Der Grund für die Oktettregel ist, dass es immer so sein wird, dass von der Schale selber, dass das p-Orbital das energetisch günstigste ist und dass, wenn wir noch ein Elektron darüber hinaus tun wollen, dass wir dann auf die nächste Schale springen müssen. Das heißt, wir können eine Schale energetisch günstig immer nur bis zum achten Elektron befüllen. Danach würde es energetisch ungünstig werden, die gleiche Schale weiter zu befüllen. Das heißt, es ist immer nur energetisch günstig, bis man die P-Schale befüllt hat. Das ist der Grund für die Oktettregel, weil immer bis zur P-Schale sind immer genau 8 Elektronen drin. Und das sehen wir hier immer und immer und immer wieder. Natürlich haben wir hier die P-Schale, wo wir dann auch wieder hier durchgehen. Dann haben wir hier wieder die, wie hatte ich, in welche Farbe hatte ich es nochmal? Genau das nächste Ding, da hatten wir dann ein S-Orbital und so weiter. S-Orbital von dem nächsten, dann wird dieses D-Orbital noch aufgefüllt. D-Orbital. Und dann gibt es wieder den nächsten Sprung. Und diesmal ist das ein verdammt langer Sprung. Denn anstatt das restliche F-Orbital hier auszufüllen, wird was anderes getan. Es wird wieder gesprungen. Und diesmal ganz schön mächtig. Das F-Orbital ist so
schwer zu befüllen, das ganz weit gesprungen wird. Es wird erstmal noch eine ganze Runde durchgelaufen, sozusagen. Die S- und P-Runde werden beide durchgelaufen und dann noch vom nächsthöheren. Das heißt, das ist mittlerweile schon zwei weiter, sozusagen. Das ist schon das S-Orbital hier ist immer noch kleiner als das F-Orbital hier. Das heißt, das F-Orbital ist wirklich eine ganz andere Sache. Eine ganz, 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 ganz schwere Sache, in die man erst ganz spät kommt. Und deswegen ist es auch direkt mal aus dem Periodensystem raufgenommen. Hier unten erst in den Lanthanoiden und Actinoiden, ja, den Namen sind schwer auszusprechen, erst dann wird unser F-Orbital erfüllt. Und jetzt ratet mal, wie viele Elemente in diesen beiden Dingern drin sind. Genau 14. Genau zweimal die 7, die dazukommen. Und das Ganze könnten wir unendlich lange so fortfahren. Und ich kann euch versprechen, dass in irgendeinem Periodensystem der Elemente irgendwann dann hier noch eine Verbindung kommt, wo dann auf einmal nicht nur diese 14 Elemente rausgeworfen werden müssen, sondern gleich 18. Und das wäre nämlich dann die nächste Schale. Die würde wieder nach zwei Abstand kommen. Das heißt, mit dem Orbitalmodell, mit dieser Energieaufstellung des Orbitalmodells, die sehr, 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 sehr wichtig ist, kann man das ganze den Aufbau des ganzen Periodensystems der Elemente erklären, die Oktettregel erklären und noch viel, viel, viel mehr. Was wir hiermit anfangen werden, ist unglaublich. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber das Video ist schon viel zu lang. Es ist schon 22 Minuten. Deswegen werde ich es nur noch mal kurz zusammenfassen. Das heißt, Orbitalmodell hergeleitet von dem physikalischen Phänomen der Quantentheorie mit verschiedenen Wellenzuständen. Die Elektronen werden nicht mehr als Elektronen, sondern als Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Die Wahrscheinlichkeiten sind dann eine Welle. Die Welle ist eine stehende Welle. Die stehende Welle kann man durch die Schrödinger-Gleichung im dreidimensionalen Raum ausdrücken. Das Ganze ergibt seltsame Formen, die wir hier aufgelistet haben. Die Form für zwei Knoten ist das, die Form für drei Knoten ist das, für vier Knoten ist das und so weiter. Und die können wir uns halt angucken. In jede Form passen zwei Elektronen rein, weil eins mit Upspin, eins mit Downspin reinpassen. Und wir können das Ganze nach Schalen benennen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neues S-Orbital anfängt, haben wir eine neue Schale. Die Orbitale benennen wir in S für die Sphären, P für diese polarisierten Dinger und D, ich weiß gar nicht genau, wofür das D steht, müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall sind das diese ganz hässlichen Dinger, die schon kaum keiner mehr ansehen will. Was dann genau passiert, ist, dass wir das Ganze in ein Energiediagramm einbauen können und in diesem Energiediagramm können wir uns halt angucken, bis wohin die Elektronen überall hingelagert werden würden und das werden wir übrigens noch ganz oft benutzen. Und mit dem Energiediagramm kann man nicht nur das ganze Periodensystem erklären, weil wir immer sehen, was sozusagen neu aufgebaut wird, was neu reingefüllt wird, wo die nächsten Elektronen hingehen, sondern wir können auch noch die Oktettregel erklären, und zwar indem wir sehen, dass das P-Orbital immer eine günstigere, dass das nächste S-Orbital immer eine günstige Energie hat, als das D-Orbital auszubauen. Das heißt, dass es nach dem P-Orbital immer stoppen wird. Das heißt, dass es nach 8 Elektronen immer stoppen wird. Und das war das Orbitalmodell in Kurzfassung. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß.